Das R-Wort ist zurück, ihr Lieben. Deutschland steckt in der Rezession. Uch, jetzt habe ich selber gesagt. Also Rezession ist das Thema, das im Moment an den Märkten gespielt wird. Und ich sage das nicht nur, sondern die Daten sagen das. Die Daten zeigen uns, dass wir in Deutschland in die Rezession gerutscht sind. Was bedeutet das jetzt für uns und für unsere Märkte, für unseren DAX? Das wollen wir mal nachfragen bei Philipp Vondran von Flossbach und von Storch, der uns heute zugeschaltet ist. Schön, dass du mal wieder da bist. Grüß dich, Carola. Ja, du warst ein paar Wochen unterwegs, da werden wir gleich noch drauf eingehen, aber du hast natürlich auch von der anderen Seite der Welt ein bisschen auf die Märkte geguckt, kommst jetzt zurück, siehst, der DAX ist auf dem neuen Höchststand gewesen, trotzdem sind wir in einer Rezession in Deutschland. Wie passt das zusammen? Naja, da gibt es viele Gründe, warum das so sein kann. Erstens mal sind die meisten Umsätze und Erträge der deutschen Unternehmen eben nicht von Deutschland vorgegeben, sondern kommen auch aus dem Rest der Welt. Da ist die Rezession noch nicht so intensiv. Und zweitens, und das müssen wir in Deutschland in vielen Bereichen wieder lernen, macht es einen massiven Unterschied, ob ich nominal oder real rechne. Real haben wir eine Rezession. Das bedeutet aber, nominal ist unsere Wirtschaft deutlich angestiegen. Nominal, also ohne das Herausrechnen der Inflationszahlen. Und Umsätze und Gewinne sind nominale Größen und werden nicht durch die Inflation abdiskontiert. Insofern geht das eine mit dem anderen durchaus Hand in Hand. Ja, und da passt es natürlich ganz gut, dass wir ja auch was zu feiern haben. 25 Jahre EZB, das wollen wir uns ganz kurz mal angucken. Und ich weiß gar nicht, kannst du dich an den noch erinnern? Na klar, Wim Deusenberg. Der hatte Frisur wie ich. Ehrlich, also es ist so ein bisschen könnte so dein älterer Bruder sein. Aber wir erinnern uns, Wim Deusenberg, der erste Chef der EZB damals, vor 25 Jahren, am 1. Juni 98 ging das los. Und der hatte tatsächlich so wirre Haare. Und man dachte, da wird irgendwie was ganz Modernes draus kommen jetzt aus dieser Europäischen Zentralbank. Ich habe noch einen zweiten Chart mitgebracht. Da sehen wir nämlich mal, das ist die Arbeit der Europäischen Zentralbank sozusagen. Denn die können ja die Leitzinsen bestimmen. Und da sehen wir, in den letzten Monaten, muss man ja sagen, ging es hier massiv von 0 auf 3,5% nach oben. Ja, wenn wir jetzt über Rezession in Deutschland sprechen, abgeschwächte Wirtschaft, was glaubst du dann, was macht die Frau Lagarde jetzt, die ja die Nachfolgerin von Herrn Deusenberg ist? Naja, die wird versuchen, weiter an der Glaubwürdigkeit der EZB zu arbeiten. Und das ist ja genau die Grafik, die du gerade eben aufgezeigt hast. Man versucht über höhere Zinsen diese Glaubwürdigkeit so gut wie möglich zu erhalten. Aber sie steckt natürlich in einem Trilemma. Das eine ist die Inflation, das andere ist die Wirtschaftsdynamik. Und das dritte ist natürlich die Frage der Stabilität des Finanzsystems. Und die in diesem Trilemma, da muss sie sich versuchen, halbwegs geschickt zu bewegen. Christine Lagarde hat natürlich sehr viele Probleme geerbt. Die sind nicht auf ihrem Mist gewachsen. Und es war eben nicht nur die Zinsentwicklung, die man als Arbeit der EZB in den letzten 25 Jahren bezeichnen kann und muss, sondern die EZB wurde ja von ihren Werten komplett umgebaut. Sie ist ins Rennen gestartet und so wurde sie uns Deutschen wie der Euro auch immer verkauft als Nachfolger der D-Mark und als Nachfolger der Bundesbank. Ganz klar stabilitätsorientierte Politik und heute sind wir angekommen, ja vielleicht noch nicht bei der Banca d'Italia, aber doch in der Richtung eher als eine Notenbank, die sich um die Finanzierung des Staates und die Solidität des Finanzsystems kümmert und weniger um die Stabilität des Geldwertes. Tja, also so ist das mit der Arbeit, die man da einmal aufgenommen hat. Und in der Tradition, wenn wir uns Herrn Deusenberg bis heute zu Christine Lagarde anschauen, da hat sich ja tatsächlich einiges getan. Gucken wir uns noch mal ein paar andere Punkte an, die momentan die Märkte bewegen. Wir haben ja immer noch dieses leidige Thema des möglichen Zahlungsausfalls in Amerika. Ich habe da mal in meiner Community rumgefragt, was eigentlich die Anleger denken, ob man sich da einigt oder nicht. Und ich merke, es sind viele Anleger bei mir zumindest auf dem Kanal, die schon länger dabei sind und die sagen nämlich, das wird schon eine Einigung geben und nicht das endet übel für die Wirtschaft, denn wir haben ja tatsächlich diese Kreditthematik, also dass die Schuldengrenze Amerikas raufgesetzt werden muss
schon einige Male erlebt. Also was glaubst du, was kommt da in den nächsten Tagen an Nachrichten? Ich habe jetzt 40 Jahre aktive Berufserfahrung in unserem Kapitalmarktumfeld. Und das Thema ist ja, in der Schweiz würde man sagen, wie die alte Fasnacht. Das kommt regelmäßig immer wieder aufs Tapet und dann wird in der letzten Minute oder möglicherweise sogar schon 10 nach 12 irgendeine Einigung gefunden. Da ist einfach der Druck der amerikanischen Bevölkerung am Ende zu hoch und ich bin davon überzeugt, dass die Einschätzung, die du gerade eben präsentiert hast, auch die richtige ist. Also ich gehöre auch zu denen, die sagen, das wird schon. Und das werden wir in 2 oder 3 Jahren auch wieder diskutieren. Das ist immer so 2, 3 Wochen, in denen die Medien gefüttert werden mit diesem Thema. Mehr fällt mir dazu nicht wirklich ein. Wir brauchen ja auch Themen. Und Börsenpsychologie, das ist auch ein gutes Stichwort. Da blende ich ganz kurz mal was ein. Und wer das hier jetzt runterladen möchte, der kann ja einfach mal das Video anhalten. Dann könnt ihr nämlich ganz entspannt mit eurer Kamera diesen Code scannen. Und da bekommt ihr nämlich mein Buch zum Download. Da geht es um Börsenpsychologie, der Börsen-EQ. Da lernt ihr also, wie man mit solchen Gefühlen umgeht. Also wie man vielleicht auch gerade jetzt bei so einer Situation wie aus Amerika, die Märkte sind nervös, die Anleger sind nervös, wie man hier lernt, diese Gefühle im Zaum zu halten und ein besserer Börsianer zu werden. Also hier kostenlos bestellen, kurz mal das Video anhalten oder zurückspulen. Ihr wisst ja, wie das geht. Dafür sind wir ja hier auf YouTube, da kann man das ja alles machen. Aber grundsätzlich auch da nochmal eine kleine Umfrage in der Community. Wie geht's weiter? Und da sieht man, Sommerpause fällt aus, es geht weiter aufwärts oder Abkühlung tut gut und die Kurse gehen gen Süden. Da ist man sich so ein bisschen uneins und ich glaube, das ist tatsächlich, das gibt so ein bisschen die Stimmung wieder. Die Profis sind eher diejenigen, die alle sagen, nein, das muss jetzt unbedingt eine Abkühlung geben. Die Privatanleger sagen, wieso eigentlich? Also wo steht ihr da? Ja, wir stehen in der Aussage, es weiß eh keiner. So insofern ist es. Kannst du dir die Umfrage auch trefflich sparen. Aber ich glaube, wir haben das ganz am Anfang so ein bisschen thematisiert. Solange wir Inflationszahlen haben, wie wir sie haben, und ich bin fest davon überzeugt, wir werden uns in den nächsten 10 Jahren mit Inflationsraten zwischen 3 und 5% per annum rumschlagen müssen. Wird das gut sein für die nominale Entwicklung von Umsätzen und Gewinnen? Das bedeutet, tendenziell werden die Aktienkurse ansteigen, aber, und das ist das große Aber, real gerechnet, muss nicht allzu viel davon übrig bleiben. Und das ist auch der große Unterschied zwischen heute und vor 20 oder 30 Jahren. Damals bei Inflationsraten irgendwo um die 1% war brutto und netto mehr oder weniger gleich. Heute bei einer Inflationsrate, also im Durchschnitt von 4%, bleiben von 7% Aktienrendite nach Steuer und Gebühren halt gerade mal der Geldwerterhalt übrig. Das ist besser als mit den meisten anderen Anlageformen, aber zum Vermögensaufbau, zum realen Vermögensaufbau ist das leider keine allzu tolle Nachricht. Aber das ist natürlich eine gute Frage, die wir dir an dieser Stelle dann stellen können. Was macht man denn dann jetzt in dieser Situation, wenn man sich darauf einstellt? Also wie legt man sein Geld am besten an? Mit welchen Erwartungen tatsächlich auch? Denn wir haben ja viele, gerade auch junge Anleger hier auf dem Kanal und auch in den sozialen Medien, die natürlich in den letzten Jahren da mit fantastischen Steigerungsraten aufgewachsen sind und die eigentlich nur noch von jeder Aktie erwarten, dass sie irgendwie die nächste Tesla oder die nächste Google oder die nächste Amazon ist. Ja, die gibt es. Es gibt statistisch immer ein paar, die wirklich regelmäßig bei diesen Aktieninvestments auf die Marmeladeseite des Brötchens greifen. Die Mehrheit ist das nicht. Und die Mehrheit wird sicher realisieren, dass im Durchschnitt keine 20 oder 30% per annum zu erwirtschaften sind, zumindest nicht konstant. Und ich würde sagen, es ist realistisch hinzugehen, die Frage zu stellen, was ist nach vorne geschaut, die Gewinnrendite, die Unternehmen, gute Unternehmen erwirtschaften können, irgendwo um die 7%. Was bleibt da nach Steuern übrig im Durchschnitt? Naja, dann sind das 4,5 bis 5 und das ist das, was ich an Rendite
als junger Mensch über die nächsten Jahrzehnte erwarten kann. Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, ich sollte hoffen, dass die Inflation nicht allzu stark über dieser Marke liegt. Ich bin guter Dinge, dass die Inflation am Ende des Tages einen Schnaps unter der Nettorendite für Aktien bleiben wird. Aber es wird eben nicht mehr dieses Jahrzehnt oder die Jahrzehnte sein, in denen man mit Aktieninvestments wirklich wohlhabend, real wohlhabend werden konnte. Da bin ich doch sehr skeptisch. Aber das Aber ist ganz wichtig. Mit den meisten anderen Anlageformen kann man überhaupt nicht darüber nachdenken, real sein Vermögen auch nur zu erhalten. Und deswegen sind die Aktien am Ende des Tages doch in vielen Bereichen, zumindest wenn ich so ein Renditeziel habe, realen Vermögenserhalt, alternativlos. Aber wir sagen ja auch immer, das Thema Inflation, wenn du es gerade angesprochen hast, wir hoffen, dass die Inflation natürlich jetzt nicht wieder so deutlich steigt, wie wir es gesehen haben. Der technische Fortschritt war ja immer so ein Argument, dass wir gesagt haben, der hält die Inflation auch im Zaum, denn da werden viele Dinge dann einfach immer günstiger. Wir sehen ja jetzt auch die Möglichkeiten so langsam heraufkommen, die zum Beispiel die künstliche Intelligenz jetzt mit sich bringen wird. Da sind wahrscheinlich ganze Branchen jetzt schon im Aufruhr, die sehen, dass sie nicht mehr benötigt werden, wenn das jetzt alles automatisiert wird. Du warst jetzt viele, viele Wochen. Ich sage jetzt viele, viele Wochen, 7 Wochen finde ich schon, viele Wochen unterwegs und hast dich umgeschaut in anderen Regionen der Welt, hast da auch neue Trends und neue Ideen mitgebracht. Also vielleicht kannst du uns kurz mal sagen, was ist denn in Asien los? Was ist denn auch in Australien los? Da gucken wir so selten hin. Ja, also zunächst begrüßt einem im Hotel der Computer. Ach, oder tatsächlich. Der Roboter. Das ist echt cool. Also unsere jüngste Tochter hat immer Spaß gehabt, mit denen zu kommunizieren. Die fahren einen an, fragen, was man für Probleme hat und können das durchaus auch multilingual hinbekommen. In Seoul auf dem Flughafen gibt es nicht mehr diese Gepäckwagen, die man schiebt, sondern zumindest für ältere Damen und Herren gibt es da einen Gepäckwagen, der vom Roboter betrieben wird. Da tut man seine Koffer drauf, gibt das Geld ein und da fährt die Karre hin. Also das zeigt schon, dass das, was du sagst bezüglich technologischer Entwicklung, dass das auch weiter Beine hat und dass das sicher dazu beitragen wird, die Inflation nicht überborden zu lassen. Aber man muss natürlich auch bereit sein, das zu akzeptieren. Das ist sicher ein großer Unterschied beispielsweise zwischen uns Deutschen und den Koreanern. Die Koreaner sind sehr neugierig, also spielerisch neugierig, würde ich sagen. Die sehen in solchen Entwicklungen wie den Roboter erstmal was sehr, sehr Positives. Die gehen mit einer kindlichen Naivität und Neugier ran und lassen das wirken und haben eine andere Attitüde als wir in Deutschland, die immer sehr skeptisch sind. Oh, was beinhaltet das für Risiken? Die künstliche Intelligenz, so, die müssen wir jetzt erstmal regulieren, damit die uns nicht wegläuft. Wahrscheinlich ist die Mischung am Ende des Tages der richtige Weg, aber wir müssen schon aufpassen, dass wir hier den Zug nicht verpassen. Und deswegen mache ich mir bezüglich Inflation hier eben viel mehr Sorgen, als das beispielsweise in Asien der Fall ist, weil wir hier zunächst einmal die Regulation andenken und weniger die Potenziale. Und für die Regulation brauchen wir dann wieder irgendwelche Behörden, irgendwelche Beamten, die Regulation auch umsetzen. Was bedeutet, aus dem produktiven Arbeitskräftestamm ziehen wir mehr und mehr unsere Bevölkerung in Bürokratie rüber, die, wie wir wissen, in der Regel nicht allzu viel zum Bruttosozialprodukt beiträgt. Also ja, der technologische Fortschritt hilft, aber er wird meiner Meinung nach nicht ausreichend sein, um die Inflation wieder auf die Niveaus runterzubringen, wie wir sie vor 10 oder 20 Jahren hatten. Vor allen Dingen, weil wir eben sehr viele Side-Effects haben von der Demografie, von der Deglobalisierung, die ganze Kostenlawine, die wir sehen es bei den Heizungen aus der Dekarbonisierung kommen, das sind schon Faktoren, die wiegen wirklich schwer.
Aber die sind ja gerade auch für Anleger dann möglicherweise auch eine Chance. Und wenn wir uns jetzt angucken, die Zahlen von Nvidia, die ja von dieser ganzen KI-Fantasie wahnsinnig profitieren, ohne jetzt hier eine Empfehlung aussprechen zu wollen, denn die Aktie ist natürlich schon sehr, sehr hoch bewertet, aber die zeigen ja halt eben auch, wo die Musik spielt und für Anleger dann halt eben auch, wo die Chancen liegen. Das heißt, man muss als Anleger über den Tellerrand hinausgucken. Also man kann wahrscheinlich sagen, unser einziger Hoffnungswert, den wir dann in dem Bereich jetzt in größerem Umfang haben, ist vielleicht eine SAP. Aber ansonsten müssen wir ins Ausland gucken, zumindest mit einem Teil unseres Geldes, hier auch aktiv sein und diese neuen Trends mit abbilden, oder? Ja, das ist sicher in Bereichen wie der Technologie richtig. Aber wir haben dafür vielleicht das eine oder andere im Luxussegment, um das sich dann die Asiaten wieder prügeln. Wenn ich in Korea auf die Straßen geschaut habe, sind mir zwei Sachen aufgefallen. Zunächst einmal die Qualität und das Alter der Automobile. Ich würde mal sagen, im Durchschnitt 3 Jahre jüngere Autos als bei uns auf der Straße und viel höherklassiger. 97% der Autos, subjektive Schätzung, Philipp von Anfang, sind koreanische Modelle, die anderen 3 sind deutsche. Ja. Und dann sind das eben die Maybachs. Ich habe noch nie so viele Maybachs auf der Straße gesehen wie in Seoul, selbst in Dubai nicht. Dann sind das die großen X7 von BMW und dann sind es natürlich auch die R-Modelle aus dem Haus Audi. Da können wir dann schon mithalten. Und selbstverständlich werden da auch, das erkennt man den blauen Kennzeichen, zunehmend mehr Elektrowagen gefahren. Und das waren dann sehr oft auch deutsche Modelle. Also wenn man sich richtig positioniert, wenn man seine Nische findet, dann kann man auch in anderen Sektoren wirklich gute Profitabilität generieren. Das muss nicht immer KI und Technologie sein, aber du hast natürlich völlig recht. Für die Produktivität von Volkswirtschaften und damit natürlich auch das Inflationspotenzial ist die Entwicklung auf der technologischen Seite extrem wichtig. Aber Philipp, dann lass uns ganz schnell noch einen Blick Down Under werfen. Du warst ja auch in Australien. Was gibt es bei den Aussies? Haben wir da irgendwas, worauf wir achten müssen oder irgendeine bahnbrechende Neuheit, die aus der ganz anderen Ecke der Welt kommt? Ja, ich würde mal sagen, Neuheiten und Australien, das ist nicht unbedingt etwas, was zu Das gut ist jetzt matcht. böse, das sagen wir nicht. Nein, das meine ich überhaupt nicht böse. Das muss ja auch gar nicht schlecht sein, wenn es hin und wieder mal ein bisschen länger geht. Man darf ja nicht vergessen, in dieser gigantischen Fläche leben gerade mal knapp unter 30 Millionen Menschen. Also die Bedeutung der Australier, was das Bruttosozialprodukt der Welt angeht, ist überschaubar. Wir wissen, sie sind für viele Rohstoffe nicht unerheblich und für Nahrungsmittel. Was aber die Australier sehr stark umtreibt, und das ist sicher etwas, was auch global für die Kapitalmärkte relevant ist, das waren die Zinsanhebungen der australischen Notenbanken und die Auswirkungen für den Hypothekensatz und die Refinanzierbarkeit von Immobilien. Also da ist Australien sicher eine Volkswirtschaft im Bereich der angelsächsischen Welt, die so ein bisschen die Risiken aufzeigt und bei praktisch allen Gesprächen mit australischen Bürgern, die wir hatten, war das Thema, oh, die Zinsen sind so hoch, meine Hypothek wird zunehmend teurer. Boah, das wird sicher Auswirkungen haben auf den Immobilienwert. Das war schon etwas, was wirklich ein Thema war, das hier bei uns in Deutschland eigentlich noch zu wenig ankommt, weil wir uns primär um das Thema Mietpreisbremsen und dann neue Heizungen den Kopf zerbrechen. Aber ich sag dir, Philipp, das ist auch ein Thema für uns dann beim nächsten Mal, denn da müssen wir ein bisschen tiefer einsteigen. Natürlich bei den Auswirkungen, die diese hohen Zinsen jetzt haben. Denn das, was wir sehen, auch aus Amerika, die Signale, dass wir jetzt ganz schnell wieder Zinssenkungen bekommen, die sind ja eigentlich nicht da, sondern das, was wir in den letzten Tagen mitbekommen haben aus den Protokollen der Notenbank, da müssen wir uns eher darauf einstellen, dass die Zinsen auf diesem Niveau erstmal ein bisschen verharren. Aber das heben wir uns fürs nächste Mal auf. Übrigens noch ein kleiner Hinweis, noch weiter dann am anderen Ende der Welt.
Umfeld sozusagen, Neuseeland, da zieht es ja jetzt die ganzen Superreichen hin. Ich weiß nicht, ob ihr da mal geguckt habt. Also da sind ja jetzt die Jeff Bezos dieser Welt, die sich da alle riesige Ländereien kaufen, wahrscheinlich sich vorbereiten auf irgendeine nächste oder übernächste Pandemie. Und da könnte ja dann natürlich Australien profitieren, wenn dann plötzlich die ganzen Supermilliardäre in Neuseeland leben. Dann ist da richtig was los, auf einmal in Australien. Naja, ich war schon ein paar Mal in Neuseeland und das hat vielleicht auch seine Reize. Aber jenseits von Auckland ist es doch sehr abgeschieden und ruhig. Das muss man dann auch wirklich mögen. Und wenn ich gerade eben so ein bisschen augenzwinkernd über die technologische Rückständigkeit der Australier gesprochen habe, dann ist das natürlich in Neuseeland noch eine Kadenz höher. Wenn du da mal in den Mediamarkt gehst, neuseeländische Prägung, da findest du also Technologie, die ist bei uns wahrscheinlich vor 3 Jahren ausverkauft worden. Also das muss man wollen und Neuseeland ist wirklich weit weg, aber boah, mein Leben, auch in Pandemiephasen mit Schafen, das hat seine Grenzen. Philipp, wir wollen hier jetzt überhaupt keinen Shitstorm provozieren. Wir lieben die Aussies, wir lieben die Neuseeländer. Und ich würde, wenn ich mal genug Zeit habe, mal 7 Wochen wie du, würde ich auch dahin fahren und mir das alles genauer angucken. Bis dahin muss ich mit Norwegen Vorlieb nehmen. Da ist es nämlich auch so ähnlich und sehr, sehr schön. Das ist genau das, was ich immer sage. Australien ist wirklich ein absolutes Muss. Das muss man mal gesehen haben. Da sind wir völlig d'accord. Neuseeland hat eine geniale Marketingabteilung, was den Tourismus angeht. Das ist für jemanden, der in Mitteleuropa lebt, in der Kombination so einmalig nicht. Du hast das gesagt, wir haben die Fjorde in Norwegen, vielleicht sogar ein bisschen besseres Wetter als auf der Südinsel in Neuseeland. Wir haben die Vulkane irgendwo bei Neapel. Die Kombination von Neuseeland haben wir eigentlich, aber wer fliegt 24 Stunden nach Neuseeland und kommt zurück und sagt, boah, so toll war es dann doch wieder nicht, vor allen Dingen das Wetter nicht, das macht man nicht. Also lieber nach Chile als nach Neuseeland. Philipp, so viel also heute zu unserem kleinen Money Talk zum Thema, wohin reisen wir als nächstes? Es macht immer sehr viel Spaß, mit dir zu sprechen über dieses und jenes Thema, aber wir haben ja auch eine Menge über Geld geredet und wie man tatsächlich jetzt sein Vermögen zumindest mal sichern kann. Und das kann man mit euch natürlich auch sehr gut. Ich danke dir erstmal, dass du da warst. Wer das erste Mal jetzt im Money Talk dabei war, der lässt bitte auch ein Abo da hier auf diesem Kanal. Und wir sehen uns ganz bald wieder, Philipp, zum nächsten Talk. Und bitte kein Shitstorm. Wie gesagt, wir lieben alle. Wir lieben die ganze Welt und Aussies und Neuseeländer umso mehr. Also da, nicht, dass ihr uns falsch versteht. Ich sehe das schon. Ich sehe schon die Nachrichten gleich bei mir hier einploppen. Also insofern, bis zum nächsten Mal. Bleibt uns gewogen. Und bis dann. Bye-bye. Tschüss. Oder wie man in Australien sagen würde, good day. Oh, good day. So machen wir es. Tschüss, Philipp. Bis bald. Tschüss.